Der Bundesinnenminister hält sie für verfassungsfeindlich. Die Salafisten sind im Grunde eine politische Organisation. Denn sie wollen den Staat, das Grundgesetz, das, was unsere Ordnung ausmacht, völlig beseitigen. Also gefährlich, wenn Kinder und Jugendliche da hineingeraten? Absolut gefährlich, denn sie sind in einem Art Manipulationsprozess gefangen. Und wir brauchen richtiggehend Aussteigerprogramme, um sie aus diesem Bereich wieder herauszuholen. Mohammeds treue Truppe. Salafiten predigen in Deutschland einen orthodoxen Islam. Die Salafisten stehen im Fokus der Staatsschützer. Bundesweite Razzia vor einem Jahr. Der Verdacht? Die Szene radikalisiert junge Moslems. Verbreitet Hass und Ablehnung. Diesen Salafismus, den schätzen wir als extremistisch ein, weil er einen Urislam predigt, der mit den Grundwerten unserer Verfassung, Recht, Freiheit, Volkssouveränität nicht in Übereinstimmung zu bringen ist. Denn es soll bei dem sogenannten Präventionsgipfel das Verbot der Salafisten zur Folge haben. Es gibt eine Veränderung im islamistischen Terrorismus. Das ist nicht mehr Al-Qaida, das ist es natürlich nach wie vor auch, aber es ist insbesondere der Einzeltäter. Und insoweit denke ich schon, dass es richtig ist, dass wir da sehr intensiv miteinander diskutieren und dass wir natürlich uns auch Gedanken machen, wie können wir dieses Phänomen in den Griff bekommen. Was sind die Gründe für den wachsenden Zulauf von jungen Muslimen und Konvertiten gerade bei den Salafisten? Das ist ja auch die Kraft der Salafisten, sie polarisieren. Und indem sie polarisieren, stören sie natürlich die Integrationsmechanismen bzw. Prozesse. Das heißt, sie sind Nutzer des Scheiterns. Und da entsprechend ist es so, dass sie natürlich kein Interesse daran haben, dass letztendlich hier Integration stattfindet, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann man jetzt sagen, okay, wir warten da drauf, was da passiert. Und bis man tatsächlich jetzt polizeilich gegen diese Strukturen vorgehen kann, ist es ja zu spät. Das besondere Augenmerk der Verfassungsschützer gilt dabei den Salafisten, einer Gruppe, deren Wachstum größer und schneller ist als das der anderen. Der Salafismus hat sich zum Ziel gesetzt, hier einen wahren islamischen Gottesstaat aufzubauen, in dem nur noch der Koran und die Scharia in absoluter Gültigkeit Geltung hätten. Das würde bedeuten, die Demokratie wird nicht akzeptiert, demokratische Gesetze werden nicht akzeptiert und der Rechtsstaat wird nicht akzeptiert. Das ist verfassungsfeindlich. Nicht jeder Salafist ist ein Terrorist, aber fast alle Terroristen, die wir kennen, hatten Kontakt zu Salafisten oder sind Salafisten. Ist sozusagen so eine Art Einstiegsdroge eben. Nicht jeder, der zum Salafist wird, nicht jeder, der sich von dieser Ideologie überzeugen lässt, ist natürlich ein potenzieller Attentäter. Aber andersrum gesprochen, jeder Attentäter, der im Namen dieser Terrororganisation Anschläge begeht, ist Salafist. Lange wurden die Salafisten unterschätzt. Denn die Prediger selbst sind keine Gotteskrieger. Sie sind geistliche Wegbereiter. Allerdings ist diese Ideologie der Salafisten zu 95% identisch mit der von Al-Qaida und Osama bin Laden. Und es fehlt nur ein kleiner Anlass, um dann den jungen Salafisten für den Dschihad zu begeistern. Und die Nähe zu Terroristen gibt es nicht nur im Geiste. Leute, damit wir etwas verstehen. Es gibt einen gezielten Plan gegen die Muslime, die ihre Religion ernst nehmen. Und da will man diese Muslime als Gefahr für dieses Land natürlich, sage ich jetzt, erfinden. Und mit erfinden meine ich weiß, dass es in deutscher Sprache der Satz nicht so gut ist, ja? Aber ich meine damit etwas. Das heißt, man will aus nichts etwas machen, damit bestimmte Leute, wie zum Beispiel Verfassungsschutz, nicht alle, aber viele Mitarbeiter, und leider unter ihnen gibt es Leute, die mit der NPD arbeiten und die machen mit, und das ist ihr Glaube eigentlich. Aufmarsch der Neonazis, NPD-Parteitag. Auch die geheimen Spitzel vom Verfassungsschutz feiern mit. Die sogenannten V-Leute sind mittendrin. Berlin. Stolz ist man hier auf die vermeintliche Wunderwaffe. Nur so habe man die Nazi-Szene unter Kontrolle. Die V-Leute seien also unentbehrlich. Experten bezweifeln das. Wir haben V-Leute in allen möglichen extremistischen Bestrebungen.
Und wenn sich neue extremistische Bestrebungen ergeben, sind unsere V-Leute vielleicht mit einem gewissen Zeitverzug auch dabei. Man hat sehen können, dass der Verfassungsschutz nicht das tut, was er hätte tun sollen, nämlich die Bevölkerung vor den Ausschreitungen, die drohten und die man mit sorgfältiger Ausforschung der Szene auch hätte erkennen können, zu bewahren. Diese Leute, natürlich, damit man nicht die Taten von Rechtsradikalen und von NPD und von solchen Parteien durchleuchtet, dann wollen sie das Ganze auf die Muslime bringen. Sorgen Sie dafür, meine Damen und Herren, dass diese Glaubenskasernen dieser Gotteskrieger endlich geschlossen werden. Schicken Sie diese ganze Salafistenbande unverzüglich in ihre Heimat zurück, meine Damen und Herren. Für islamistische Wirrköpfe vom Schlage eines Hassan Dabbasch ist null Toleranz angesagt. Da schließe ich mich gern dem jüdischen Publizisten Hendrik Broder an, der einst formulierte: Ich halte Toleranz für keine Tugend, sondern für eine Schwäche und Intoleranz für ein Gebot der Stunde. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Deshalb an die Bevölkerung in Deutschland sage ich: Ihr könnt zu uns in unsere Moscheen kommen und mit uns reden, mit Muslimen reden. Wir sagen immer Muslime. Und ich selber, ich bin Imam einer Gemeinde. Wir sagen, wir sind für Frieden. Und wir sind gegen Gewalt. Und da sage ich nicht, damit die Leute für mich klatschen. Oder die sagen, ja, schau mal, der Mann ist integriert. Das ist nicht mein Thema. Und ich suche keine Anerkennung von den Leuten. Ich suche erstmal Anerkennung bei Allah subhanahu wa ta'ala. Weil am Ende die Menschen mich nicht ins Paradies und nicht in die Hölle bringen können. Am Ende wird Allah mit mir abrechnen. Und ich rede von meiner Religion. Ich bin ein Moslem. Deshalb, ich sage, ich bin für Frieden. Und ich denke, die meisten Muslime in diesem Land sind für Frieden. Und die sind gegen Gewalt, und ich bin auch gegen Gewalt. Und wir sind gegen Unterdrückung und gegen Ungerechtigkeit. Wir wollen im Frieden leben, weil unsere Religion uns befiehlt, dass wir zu Frieden aufrufen. Und deshalb machen wir das. Weil wir uns an Koran und Sunna halten. Aber es wird absichtlich gemacht, dass man aus den Muslimen Leute systematisch aufbaut zu Hassprediger-Figuren oder zu Gefahr für das Land. Und einige von Muslimen, anstatt dass sie diesen Plan verstehen, die machen mit. Die machen mit. Und die sagen, solche in dieser aufgeregten Situation, sagen sie bestimmte Wörter. Und diese Wörter werden von den Medien oder von einigen Politikern missbraucht, ausgenutzt, damit man die Muslime als Gefahr einstuft. Und an diese Muslime, die im Tiefschlaf sind, sage ich. Sie denken, dass sie integriert wären und liberal wären und moderat wären. Aber die wissen nicht, die Armen, dass man sie missbraucht gegen ihre Brüder, gegen Muslime. Ein moderater Muslim, wenn er auch sagt, er ist moderat, ich sage, er ist Muslim und er ist mein Bruder. Aber diese Leute, die sind bereit, einige, nicht alle, die sind bereit, ihre Brüder zu verkaufen, indem sie denken, wenn sie wirklich geheimdienstliche Arbeit für die anderen erledigen, dass sie was für den Islam gemacht haben. Heute sagt man Salafisten. Schau mal, Salafisten sagen. Da weiß man noch nicht, wie man dieses Wort spricht. Und Salafismus. Morgen wird man sagen, moderate Muslime. Das bedeutet, wenn diese Leute von der Geschichte noch nicht gelernt haben, dann diese Leute wirklich, die machen mich traurig. Es tut mir leid für diese Leute, weil die nicht gelernt haben. Die haben nicht gelernt,
Farraqtasud. Sie haben nicht gelernt, spalte, dann wirst du regieren und du wirst herrschen. Die haben nicht gelernt, dass man die Muslime gegeneinander aufhetzt, damit die Muslime gegeneinander sprechen. Ich spreche gegen diese Gruppen von Takfir und diese Sekten, die den Islam missbrauchen. Aber ich spreche nicht gegen einen Muslim, der eventuell einen falschen Punkt verstanden hat im Islam. Ich kann mit ihm in der Religion diskutieren. Ich sage ihm, das ist falsch, was du machst. Und dieser Weg ist falsch. Aber der bleibt Muslim. Und deshalb, man will willkürlich aus dem Nichts eine Gruppe schaffen in Deutschland, damit man sagt, Gefahr kommt vor dieser Gruppe. Übrigens, in 80er Jahren waren das Ikhwan al-Muslimin. Dann später waren das Hizb al-Tahrir. Und dann später waren das Hamas und Fis, davor Fis von Algerien. Und heutzutage, dann wird man über Salafisten sprechen. Wir akzeptieren keinen anderen Namen als Muslime. Wir sind Muslime. Ich bin ein Muslim. Aber natürlich ehre ich mein Salaf, die großen Gelehrten in den drei Generationen, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, das ist sein Wort, nicht Wort von Abu Hussein. Das ist das Wort von Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, der letzte Gesandte Gottes. Er sagt, die Besten unter den Leuten, die Überlieferung ist bei Bukhari, die Besten unter den Leuten sind in meiner Generation, in der nächsten und in der nächsten Generation. Er hat das gesagt und das ist As-Salaf. Natürlich, ich liebe diese Leute und ich folge diesen Leuten im Verständnis vom Islam, weil der Salaf-Weg der Islam ist und jeder Muslim ist auf dem Salaf-Weg normalerweise. Auch diese Leute, die sagen, wir haben Madhab. Von wem nehmen die? Von Abu Hanifa, die sagen Madhab von Abu Hanifa. Was ist Abu Hanifa für euch? Das ist euer Salaf. Das wird Vorfahren. Diejenigen, die sagen Schafi'i, aber die nehmen von Schafi'itische Fiqh-Schule. Was ist für euch als Schafi'i, sagen unser Salaf? Aber würden diese Leute schlecht über Abu Hanifa sprechen? Sagen wir, A'udhu Billah. Abu Hanifa ist Großgelehrter. Wir respektieren ihn. Und die Malikiten das Gleiche und die Hanabila das Gleiche. Und die sind die vier bekanntesten Rechtsschulen unter Muslimen. Keiner wird über diese Leute schlecht sprechen. Deshalb, das ist unser Salaf. Das ist Salaf-Weg. Salaf-Weg bedeutet nicht anders als Islam mit Belegen aus Koran und authentischen Sunna zu verstehen und so zu leben oder so zu praktizieren, die Religion so zu praktizieren, wie diese Leute. Das ist der Salaf-Weg. Nicht weniger, nicht mehr. Aber weil man willkürlich, und ich meine mit Mann, es gibt verschiedene Gruppierungen, es gibt verschiedene Leute, es gibt verschiedene Organisationen, die gegen den Islam sprechen, die wollen aus diesem Wort eine Gefahr erfinden, damit die Leute diesen Weg nicht mehr annehmen. Weil wenn du nicht den Weg von diesen Großgelehrten nimmst und von Sahaba nicht nimmst, dann von wem wirst du nehmen? Überlege dir. Wenn du den Weg den Islam nicht richtig nimmst, dann welchen Weg wirst du nehmen? Du wirst einen neuen, erfundenen Weg nehmen und Allahu A'lam, womit am Ende mit dir? Weil man gemerkt hat, diese Muslime heutzutage, sie kehren zurück zu ihrer Religion. Sie wollen nach Islam, sie wollen ihre Identität im Islam finden. Obwohl das Grundgesetz hier in Deutschland uns das erlaubt, aber trotzdem wird Hass gegen die Muslime gesät. Nicht nur hier, auch in Europa. Verkirrt, im Wald lebend, aus Holland. Wer diesen Mann als Friedensbotschafter sieht und als gute Person die Meinungen hat, der den Koran mit Mein Kampf von Hitler vergleicht.
Ein Amsterdamer Gericht hat den niederländischen Politiker und Islamgegner Wilders freigesprochen. Ihm war Anstiftung zum Rassenhass und Diskriminierung von Muslimen vorgeworfen worden. Der umstrittene Vorsitzende der Freiheitspartei PVV hatte den Islam eine faschistische Ideologie von Terroristen genannt und den Koran mit Hitlers Mein Kampf verglichen. Nach Ansicht der Richter sehr grobe, aber keine strafbaren Äußerungen. So sieht, dann sollte man nicht mehr von Demokratie sprechen. Das ist eine große Lüge. Man sollte nicht mehr von Menschenrechten sprechen. Das ist eine große Lüge. Da soll man nicht mehr von Volksverhetzung sprechen. Das ist eine große Lüge. Eine Person, der vergleicht Buch Gottes mit einem Buch von einem Diktator, von einem Sadist, der nicht fähig war, mit anderen Menschen zu leben. Und da sagt man, das ist Meinungsfreiheit. Wieso lässt die Muslime auch nicht diesen Bereich, dass sie ihre Meinung auch sagen? Man sagt uns, ihr habt Religionsfreiheit. Aber wo ist das geworden? Wenn Verfassungsschutz entscheidet, wer heute moderner Muslim ist und guter Muslim ist und wer ein gefährlicher Muslim ist. Wo bleibt? Aber viele, viele von der deutschen Bevölkerung hören nur und die machen sich keine Gedanken. Aber ich sage den Leuten, die sich keine Gedanken machen, heute macht man das mit Muslimen, morgen mit euch. Ihr seid dran und ihr sollt von der Geschichte lernen. 1933 bis 1944, was passierte und wie die Lage war. Und man hat das erlebt früher. Da sollte man daraus lernen. An sie und an anderen sage ich. Und an die Muslime sage ich, seid wach. Ein Muslim, der nach Koran und Sunna leben will und der die Gelehrten ehrt und der diesen Großgelehrten wie Abu Hanifa und Shafi'i und Malik und Ahmed folgt, ist diese Person schlecht für euch Muslime? Die Muslime sollen diese Frage beantworten. Wenn das schlecht für sie ist, dann warum heißen sie noch Muslime? Aber am Ende, wal'iyadu billah, man macht Gipfeln. Gefahr. Wallahi, die größte Gefahr. Jeder von uns kennt. Woher kommt die größte Gefahr? Die Leute in den verschiedenen Ländern. Hier in Deutschland. Die Muslime und die Christen und die Juden leben seit Jahren zusammen und die haben keine Probleme. Seit wann haben wir Probleme? Außer wir haben diese Probleme bekommen, als die Politik angefangen hat, den Finger in die Wunde zu tun und zu bohren. In der Wunde. Aber wenn sie die Leute lassen, jeder seins und jeder praktiziert seine Religion, dann haben wir keine Probleme. Aber das ist willkürlich. Weil man versagt hat in der Politik der Integration. Jetzt bin ich politisch geworden ein bisschen. Aber ich darf, denke ich, als Mensch. Übrigens, es tut mir leid, wenn ich sage, ich fühle oder ich habe das Gefühl in der letzten Zeit, dass man uns nicht als Menschen behandelt. Man behandelt uns nicht als Menschen, liebe Brüder, liebe Muslime und liebe Leute auch. Man behandelt uns als Muslime nicht mehr als Menschen. Sagt man uns, was haben wir von Rechten? Was können wir machen, wenn wir unsere Religion nicht sozusagen erklären können? Wenn wir jetzt unsere Religion nicht aufrufen können und wenn wir unsere Religion nicht verteidigen können, dann was von Rechten haben wir? Ja, ihr habt eure Moscheen. Na, ihr habt eure Moscheen. Das bedeutet entweder Menschen dritter Klasse und Menschen, die immer nach unten gucken und die anderen sind oben und wir sind unten, dann sind wir gut. Das wird der Moslem, der die anderen auf seinen Rücken trägt, ist ein guter Moslem. Aber der Moslem, der sagt, du bist Mensch und ich bin ein Mensch und wir sind gleich, dann ist er Gefahr. Dann ist er gefährlich. Übrigens, wie wäre es, wenn die Muslime sagen, wir rufen zu einem Moscheetag in Deutschland. Moscheetag. Und wir machen auch, dass die Schia und die Sunna sich versöhnen. Ja? Ökumenischer Moscheetag für die Muslime. Was denkt ihr dran?
Schön. Schöne Idee. Ich finde das schöne Idee. Okay, Benisha, dann kommen die Ahbash und die Schia und alle. Und übrigens dann, wir kommen Tausende. Dann stellen wir einen Antrag bei der Stadt, dass sie uns die Schulen zur Verfügung stellen, damit unsere Muslime in den Schulen übernachten können. Und wir laden zu unserem muslimischen ökumenischen Tag, wir laden die Bundeskanzlerin, damit sie etwas zu Muslimen sagt. Was denkt ihr, wird das klappen? Werden sie uns die Schulen zur Verfügung stellen? Und werden sie uns so einfach werben lassen? Und dann sagt man Religionsfreiheit, subhanallah. Die jüdische Woche überall wird unterstützt vom Staat. Kirchentage werden unterstützt. Aber Islambildungstreffe werden bekämpft. Religionsfreiheit. Das heißt Religionsfreiheit. Zweitens, wenn man etwas sagt, dann sagt man, ja, ihr habt eure Moscheen, ihr könnt beten. Okay? Und dann später sagt man, nach zwei Wörtern, schaut mal in euren Ländern, die Christen, die haben keine Kirchen. Wir sagen doch, sie haben ihre Kirchen. Ja, aber sie haben keine Rechte. Aber wo sind unsere Rechte? Aber nochmal, das Kamel sieht nur Huckel von den anderen, aber nicht von ihm. Deshalb, liebe Muslime, diese Geschichte, Gefahr und Nicht-Gefahr und sowas, ist nur eine Erfindung. Es stimmt, es gibt einige unter Muslimen oder unter Juden oder unter Christen. Das ist menschlich, das hat mit der Religion nichts zu tun. Deshalb, man darf nicht diese Terrorgeschichten mit dem Islam verbinden. Der Islam ist der Islam und Terror ist Terror. Terror hat keine Religion. Und man darf nicht ehrliche Muslime mit diesen Sachen in Verbindung bringen. Aber es gibt in Deutschland etwas, was gemacht wird. Und bevor ich an Muslime diese Wörter richte, ich richte das an Nicht-Muslime, die hier in Deutschland, an die Mitbürger hier in Deutschland. Habt ihr von Kontaktschuldkonstrukt gehört? Dies macht man in Diktaturenländern. Wenn du einen Kontakt mit einer Person hast und diese Person macht etwas, dann wirst du auch zur Rechenschaft gezogen. Dies wird heute mit Muslimen gemacht. Das heißt, irgendeines Tages hat jemand dich angerufen, aber nur Muslime. Ich meine, wenn nicht Muslime, kein Problem, aber nur Muslime. Und deshalb diese Sachen. Ich meine, ich verstehe Wallahi nicht. Ganz ehrlich, ich verstehe nicht, dass Muslime zu einem Gipfel gehen, das heißt Präventionsgipfel, und man tut sie alle unter einen Kamm und da sagt man gegen islamistischen Terror. Das bedeutet, man sagt ihnen, durch euch kommt Terror und dann geht man und da sitzt man. La hawla la quwwata illa billahil aliyyil azim. Aber ich sage, Alhamdulillah, wir sind Muslime. Und wir bleiben Muslime. Koste, was es wolle. Und wir rufen zum Islam mit Weisheit. Und wir zeigen Geduld. Wenn die Leute uns schlecht behandeln, dann zeigen wir Geduld. Und wenn die Leute zu uns gut sind, dann werden wir besser zu ihnen. Natürlich, es gibt unter Bevölkerung Leute, die uns unterstützen und Leute, die keine Probleme mit uns haben. Ich habe Briefe bekommen, Alhamdulillah, ich sage das, nicht, dass wir alles schwarz sehen, nein. Wir, Alhamdulillah, wir sehen schwarz und weiß und grau und wir können unterscheiden. Aber es gibt Leute, die farbenblind sind, die arbeiten im Verfassungsschutz und die können nicht unterscheiden. Und wirklich, wenn man heute sagt, dass einige Mitarbeiter vom Verfassungsschutz Islamgegner sind und die schüren Hass gegen den Islam und die schüren diese Ideen gegen den Islam, dass Islam gefährlich ist, dann bestätige ich das.
Und wir werden uns bald, inshallah, in Gerichten sehen. Und ich glaube noch an die Gerechtigkeit. Und ich denke, in diesem Land gibt es Richter und gibt Menschen, die sind keine Muslime, aber die haben Werte und die haben Prinzipien. Und diese Leute, sie denken und sie wissen genau, es gibt Millionen in dem Land. Nicht falsch denken, dass man denkt, alle sind gleich. Die Deutschen, es gibt nicht die Deutschen bei uns. Es gibt nicht alle Finger sind gleich. Und wir sind dankbar, dass viele uns unterstützen. Es gibt viele unter der Bevölkerung, die wissen genau, dass dies, was mit uns geschieht, was über Muslime gesagt wird heute, dass dies zu einem globalen Plan gehört. Und wir sind ein Teil von diesem Plan. Und das war immer so. Du brauchst einen Feind, damit du bestimmte Sachen erreichen kannst. Und der Feind, der heute passt, ist die Muslime. Aber man kann nicht sagen, alle Muslime. Weil wenn man sagt, alle Muslime, da wird man sich entblößen. Da wird man sozusagen, da wird man klar werden. Das heißt, das ist gegen den Islam. Deshalb wird man eine Gruppe von Muslimen nehmen. Und dann eine zweite. Und dann eine dritte. Und jedes Mal eine Gruppe. Teile und herrsche. Teile und herrsche. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Ich sage aber, Alhamdulillah. Wallahi, wir fürchten nur Allah subhanahu wa ta'ala. Insha'Allah. Und ich bitte Allah, dass wir nur ihn fürchten. Aber wir brauchen, Barakallahu fikum, möge Allah euch segnen, Muslime. Wir brauchen Muslime heute, die reif sind und die Weisheit haben, die Wissen haben, die den Islam richtig praktizieren und die nicht provozieren und die lassen sich nicht provozieren und die klären auf. Und die machen Kontakte, die bilden Kontakte zu den Mitmenschen. Und auf keinen Fall machen wir den Fehler, was mit uns gemacht wird. Wenn sie über uns verallgemeinern, dann verallgemeinern wir nicht. Wenn sie über uns schlecht reden, dann reden wir nicht über sie schlecht. Ich meine mit sie, ich meine die Nicht-Muslime oder diese Leute, die, es gibt natürlich eine Gruppe hier in diesem Land oder in Europa, die sind ein Pakt gegen den Islam und das ist bekannt geworden. Aber man sollte diesen Leuten keine Chance geben, damit sie unser Frieden in diesem Land zerstören. Und wenn die Politiker das verstehen, dann müssten sie eigentlich das begrüßen, dass sie in diesem Land Muslime haben. Diese Leute, die suchen nach dem Wissen und die praktizieren den Islam richtig. Und ich sage etwas. Der Muslim, der an seine Religion hält und der den Islam richtig praktiziert, ist der friedliche Muslim. Und es gibt hier von verschiedenen Organisationen Bestätigung für das, was ich sage. Man hat viele Muslime gefragt, die ihre Religion ernst nehmen und die den Islam inshallah richtig praktizieren. Da hat man sie befragt und hat man gesehen, dass sie barmherziger sind, dass sie toleranter sind und dass sie ehrlicher sind. Mit Wissen reden sie und mit Wissen praktizieren sie den Islam. Aber dass wir Muslime, 5 Millionen in Deutschland sind, und es gibt bei uns 80 Personen oder 100 Personen, und diese Personen von Muslimen, die machen Gefahr, das heißt nicht 5 Millionen. Und es gibt auch bei Christen 100 oder 200. Es gibt bei den Juden auch das Gleiche. Es gibt auch bei Atheisten. Und es gibt bei Parteien. Und es gibt bei Gruppierungen. Aber wieso hat man alles vergessen und nur alles auf den Islam? Ich will jetzt nicht uns in Opferrolle machen. Ich habe nicht behauptet, dass wir unter Muslimen nicht Leute haben, die sowas machen. Aber wir haben das nicht getan. Ich habe den Leuten nicht gesagt, dass sie was Schlechtes machen. Umgekehrt, wir predigen Frieden. Da sagt man, schaut mal, wenn ihr spricht, dann spricht ihr temperamentvoll. Das ist eine Art zu reden bei uns, weil wir nicht wollen, dass die Leute schlafen. Ich rede so und der Bruder schläft. Ja, zum Beispiel. Deshalb, wir reden ein bisschen temperamentvoll. Und übrigens,
auch nach unserer Religion bitte. Und das ist, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir mehr, dass die Nicht-Muslime auf uns zukommen. Und dass sie uns fragen, auch, die sollen mich fragen, wieso hast du so einen langen Bart? Ich werde ihnen erklären. Warum machst du das? Ich werde ihnen erzählen. Wir haben damit kein Problem. Man sollte uns fragen, man sollte mit uns ein friedliches Gespräch aufsuchen. Übrigens, wir sind auch für Kritik offen. Wir sind für Kritik offen. Aber bitte, Hetze ist was und Kritik ist was anderes. Dass man uns von Anfang an defragmentiert, ist was. Und dass man mit uns redet, ist was anderes. Und leider, es werden heute bestimmte Sachen miteinander vermischt. Diese Leute, die den Islam, die Muslime vom Islam ausschließen und die von Hass getrieben werden, werden vermischt mit Muslimen, die pur sind und die den Islam richtig praktizieren wollen. Es wird vermischt zwischen einer Person, die schlecht macht, die unwissend ist, und einer Person, die Wissen hat und die gut machen will. Und da will man alles sozusagen in einen Topf tun und dann den Deckel zumachen und alles ist gleich. Und leider, einige Muslime, die machen mit. Und die denken, wenn sie sowas machen, die bleiben verschont. Nein, nein. Man sollte nicht so denken. Und ich sage, die Bevölkerung hier in Deutschland hat gelernt aus der Geschichte und Millionen wissen, dass die Muslime zu Unrecht behandelt werden. Und Millionen wissen, dass die Muslime sozusagen absichtlich so dargestellt werden, damit man das bedeckt, was man versagt hat. Das geht nicht, dass man uns holt und man sagt uns, ihr habt eure Religion und Freiheit in der Religion und da will man sagen, was richtig, was im Islam ist. Das ist ein Skandal eigentlich. Das ist ein großer Skandal, dass man uns heute sagt, das ist guter Islam und das ist schlechter Islam. Das sind gute Muslime und das ist schlechte Muslime. Welcher Muslim wird das akzeptieren? Aber das ist ein Skandal, ist das. Ich meine, ein Skandal ist, dass die NPD heute gegen die Muslime hetzt. Ich meine, ich kann das wirklich nicht mehr glauben. NPD redet über Muslime schlecht. Wo sind wir Leute? Deshalb, ich hoffe, dass die Leute wach bleiben. Und ich hoffe, dass wir Muslime immer unsere Religion lernen, praktizieren. Und wir wollen damit nur, dass Allah mit uns zufrieden ist. Weil wir uns das Paradies wünschen. Und weil wir den Leuten auch das Gute wünschen, dann versuchen wir ihnen, den Islam zu klären. Man kann mit uns reden, man kann mit uns sprechen. Wir sind keine Monster. Und ich hoffe, dass wir immer im Frieden leben können. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.